Tina möchte erst einen Kommentar. Ich muss dies noch gesagt werden. Ja. Tina möchte auch unbedingt eine Meinung von Bibi hören, bevor die da rein können. Hey, was ist denn hier passiert? Jemand hat Herrn Hinkebeins Schreibtisch durchwühlt. Weißt du, das ist auch in echt so, wenn die sich so unterhalten und dann durch eine Tür wollen, dann hält Tina die so richtig zu. So, Bibi, ich will noch einen Kommentar zu der Situation gerade hören, ne? Sonst geht's hier nicht durch. War die Schublade vorhin nicht zu? Vor allem, dann steht der Schreibtisch ja falsch rum, wenn die Schubladen hier sind. Schon, ja. Die Schublade ist aufgebrochen worden. Ob das der Mann in dem schwarzen Anzug war? Kann sein. Der benimmt sich so merkwürdig. Was hat der wohl gesucht? Ist das nicht das fehlende Stück von der Verzierung? Wetten, das passt in die Lücke an der Zauberkiste? Ja, nehmen wir das doch mal. Sollen wir das hier hinlegen? Wie? Ach so. Super, das passt genau. Wow, das funktioniert. Ist das nicht das Zauberkostüm von Herrn Hinkebein? Nein, das ist das Kostüm vom großen Grandolfo. Sehr witzig. So kein Name. Was ist das für ein Buch? Nimm es raus. Ach, das wird jetzt nicht kopiert. Das sind aber seltsame Zeichen. Da kannst du ja so dran. Das Tagebuch sein. Ach. Das sehen wir uns genau. Das ist doch gar nicht offensichtlich Schrift. Zum Glück haben wir einen Spiegel dabei. Wir hätten eingebrochen. Boah. Lass uns das Buch mitnehmen. Ja, genau, lass uns das klauen. Weißt du, vorhin war Klauen so richtig verpönt, aber jetzt, ne, lass uns das mitnehmen. Meinst du, wir können uns das Buch ausleihen? Klar. Herr Hinkebein hat bestimmt nichts dagegen. Ja, wir erinnern uns an diese eine SpongeBob-Folge. Das ist ja auch so schwierig, Spiegelschrift zu lesen. Also. Ja, ja, das ist richtig kompliziert. Am besten reiten wir zu Miraculous. Ja, da können wir ausprobieren, ob die Zeichen funktionieren. Sie sagt Irak. Funktionieren. Also, auf zum Schloss. Zum Irak, ja. Ich bin. Ah, die Polizei ist da. Aha, wo ist denn Herr Blaulicht? Polizei? Was ist denn hier los? Und wo ist Miraculous? Ist was passiert, Herr Graf? Jetzt gut gefunden, was die amerikanische Polizei wäre. Stellt euch vor, es ist eingebrochen worden am helllichten Tag. In Schloss Falkenstein ist eingebrochen worden? Hm? Bei Herrn Hinkebein auch. Ob das derselbe Täter war? Ich meine ja, die Scherben liegen außen. Also muss jemand von innen es kaputt. Ja. Oh. Seit man benutzt sowas wie ein Pömpel oder sowas, um das ist, also... Ne? Das wäre viel zu aufwendig, das ist verdammt aufwendig, ein Fenster aufzupömpeln. Also du musst es halt erstmal irgendwie, keine Ahnung, mit irgendeinem Gerät so schon leicht brüchig machen und dann mit einem Pömpel da drauf und dann da rausziehen, damit die Scherben außen landen. Ja. Ist etwas gestohlen worden? Allerdings, ein paar Juwelen aus dem Turmzimmer, wenn Miraculous nicht gewesen wäre. Miraculous? Ja, er ist die Treppe hochgerannt. Er hat den Dieb vertrieben. Mit seinem lauten Bellen. Also hier ist auch eine Leiter. Das heißt, der Dieb ist über die Strickleiter hoch, hat das Zeug genommen, ist runter, hat die Scheibe eingeschlagen und ist dann durch die Tür raus, weil das Fenster zu klein war. Er hat auch versucht, das Fenster zu fliehen, hat er gemerkt, das passt gar nicht. Das sind blöd. Tolle Juwelen. Ob der Graf die verschenken will? Vor allem, sie steht zurück vorhin, ob der das verschenken will? Ich meine, er hält es auch gerade sehr demonstrativ hin. Das sind tolle Juwelen. Ob der Graf die verschenken will? Mit der Strickleiter ist der Dieb wohl ins Turmzimmer gelangt. Genau. Aber als er in den großen Saal einbrechen wollte, muss Miraculous ihn gesehen haben. Ja, ein richtiges Wachpferd. Da seht. Hier hat der Einbrecher versucht, in den Saal zu kommen. Sind da nicht die wertvollsten Juwelen ausgestellt? Genau. Nicht auszudenken, wenn die gestohlen worden wären. Also, ich wittere ja einen Versuch von Versicherungsbetrug. Ja. Die Frage ist natürlich, ist das gerechtfertigt? Was ist denn mit der Latte passiert?
Die hat Miraculous heruntergerissen. Zum Glück. Zum Glück? Miraculous hat plötzlich einen furchtbaren Lärm gemacht. Und ganz laut gebellt. Und dabei hat er das Gatter beschädigt. Richtig. Als ich nachgesehen habe, was los ist, habe ich den Einbruch entdeckt. Sind das die gestohlenen Juwelen? Hä? Ein Teil davon. Die hat er verloren. Man kann sagen, die gestohlenen Juwelen. Nein, aber die Polizei ist viel mehr Satz. Sie sind gestohlen, Juwelen. Ich meine, sie sind ja noch hier, aber sie sind gestohlen. Leider nicht. Ja, damit will ich die Versicherung betrügen. Miraculous sieht einen Einbrecher und vertreibt ihn. Wieso war der denn so aufgeregt? Vielleicht kannte er den Dieb. Wo ist denn Miraculous? Den hat Alexander zum Martinshof gebracht, nach der ganzen Aufregung. Dann sollten wir auch nach Hause reiten. Wir haben nämlich Beppos Tagebuch gefunden. Wie bitte? Ach, nichts. Lassen Sie sich überraschen. Viel Glück bei der Verbrecherjagd. Der kommt nicht weit. Jetzt hätte ich mir Eindruck gemacht, wenn der Einbrecher noch so eine Waffe in der Hand gehabt hätte oder so. Da ist ja Frau Meyer Goldwyn. Die sieht aber nervös aus. Tag, Mrs. Meyer Goldwyn. Geht es Ihnen gut? Ja, die viele Bewegung ist nur ungewohnt. Haben Sie Miraculous gesehen? Alex soll ihn hergebracht haben. Nein. Im Schloss ist nämlich eingebrochen worden. Wirklich? Hat man denn schon eine Spur? Nein, aber Miraculous hat den Dieb gesehen. Er hat ihn sogar vertrieben. Er kann ihn identifizieren. Ja. Wir werden jetzt versuchen, ihn zum Sprechen zu bringen. Ach ja. Hoffentlich wird Ihr Schmuck nicht auch gestohlen. Ihr Schmuck, ja, ja. Ich passe schon auf. Schön, Ihr Armreif. Ist das eine Rose? Ja. Richtig unauffällig. Die trage ich schon mein ganzes Leben. Davon findet man vielleicht noch was im Tagebuch oder so. Ja. Alex hat Miraculous bestimmt in den Stall gebracht. Sehen wir mal nach. Wer musste das synchronisieren? Da ist ja unser Held. Sieht aus, als ginge es dir gut. Wir haben eine Überraschung für dich. Wo ist denn Beppos Tagebuch? Im Inventar. Das ist Beppos Tagebuch. Super. Hat er das? Lass uns die Zeichen mal genauer ansehen. Eigentlich wirklich so geschrieben. Das kann man nicht lesen. Das ist total kompliziert, Spiegelschrift zu schreiben. Ja. Haben. Hey, das sieht aus wie Spiegelschrift. Wir brauchen einen Spiegel. Leg das Buch in die Kiste. Ich meine, gut, Linkshänder können tatsächlich sehr gut rückwärts schreiben. Ach so. So funktioniert ein Spiegel aber nicht, indem man einfach da drüber. Ach so. Gegen das rechte Bein schlagen, gleich fünfmal scharren. Die linke Seite. Ja. Das ist wie so eine Lupe einfach da drüber. Ja. Zehnmal scharren. Und hier. Rechtes Bein nach vorne plus linken Arm nach hinten gleich viermal wiehern. Oh, super! Wir haben Beppos geheime Zeichen gefunden. Das probiere ich aus. Okay. Also, das rechte Bein nach vorne und den linken Arm nach hinten. Dann wird Miraculous viermal. Miraculous, wie viel ist 2 mal 2? Funktioniert ja wirklich. Ist das nicht toll? Ja, jetzt können wir Miraculous sprechen lassen, wann wir wollen. Da können wir ja im Zirkus auftreten. Na, Vogelscheuche, vertreibst du die Krähen? Stand da nicht was von einem Zylinder? Ja, den braucht man für die meisten Befehle. Vielleicht tut's auch ein Hut. Leihst du mir deinen Hut, liebe Vogelscheuche?
Nein, so draufziehen. Das ist falsch. Oh, das ist so verwirrend. Also, Hut gegen das rechte Bein schlagen, gleich fünfmal scharren. Ja. Das klappt nicht. Wir brauchen Beppos Zylinder. War der nicht in dem großen Koffer auf dem Bahnhof? Mhm. Ja, jetzt dürfen wir da wieder hin. Ja. Oh, hier ist er jetzt auch. Sieh mal, die Tür zum Laden ist zu. Die ist von der Polizei versiegelt. Mit Kreppband. Ja. Sieht irgendwie echt so aus. Hä, was macht der denn jetzt wieder hier? Da ist ja der Graf. Was macht er denn für ein trauriges Gesicht? Herr Graf, wir haben Miraculous Geheimsprache entdeckt. Miraculous, so, so. Wo ist denn der Koffer? Ach, den habe ich zum Schloss schicken lassen. Was ist denn los, Herr Graf? Ach, die Polizei hat den Dieb verhaftet. Und darüber sind Sie traurig? Der Dieb ist der Trödler Hinkebein. Was? Herr Hinkebein soll der Dieb sein? Wie kommen Sie denn darauf? Ich habe einen Hinweis bekommen. Den Brief da? Ein anonym. Ja, dann habe ich die Polizei angerufen. Der Trödler war's. Den Brief mal ansehen? Ja, und die haben wieder Beute da gefunden, damit war der Fall ja geklärt. Da muss man ja gar keine weiteren Untersuchungen mehr machen. Ja. Kann ich hier noch irgendwas anklicken? Ich Zettel oder? Warum nicht? Doch. Hinkebein ist der Dieb. Die Juwelen sind in der Truhe auf dem runden Tisch. Mit Schreibmaschine geschrieben und ohne Unterschrift. Ein anonymer Hinweis. Genau wie damals bei Beppo. Ja, Mensch. Woher die das wissen, das wird dann überhaupt nicht hinterfragt. Ja. Allerdings, ich soll den Brief gleich zur Polizei bringen als Beweisstück. Gut, dass jetzt meine Fingerabdrücke drauf sind. Herr Hinkebein soll der Einbrecher sein? Das glaube ich nicht. In den Trödelladen ist doch auch eingebrochen worden. Das hat er doch nicht selbst getan. Die Juwelen sind aber bei ihm gefunden worden. Alle, die gestohlen worden sind? Na, natürlich wieder nur ein Teil. Nein, nur ein Teil. Bestimmt die Wertlosen, wie damals bei Beppo. Ich glaube, wertlos sind die alle nicht. Woher wusste der Informant denn, wo der Schmuck versteckt war? Das weiß der Graf doch nicht. Hat man den Trödler untergeschoben? Das muss die Polizei klären. Dabei werden wir ihr helfen. Der Graf ist wegen so nett und sagt, ja, das muss doch die Polizei klären. Ich gebild mir jetzt kein Urteil drüber. Jemand will, dass alle glauben, Herr Hinkebein sei der Täter. Damit er selbst mit dem wertvollen Schmuck entkommen kann. Wie damals in Krösistan. Krösistan. Ja. Das war der Typ mit der schwarzen Melone. Das glaube ich auch. Wir müssen ihn überführen. Komm. Ja, ja, der Täter steht jetzt schon fest. Weißt du, der Graf ist echt so. Ja, also der Trödler war das wohl, aber das finde ich nicht so toll. Aber nein, das muss die Polizei klären. Und die beiden so. Oh, das war der Mann mit der schwarzen Melone. Das muss doch so sein. Ja, muss ja gewesen sein. Also der war ja zufällig in der Nähe von. Ja, und der hat ja Heuschnupfen. Ja, das ist. Kann ja gar kein Zufall sein. Wir müssen doch eine Spur von dem wahren Täter finden. Aber wie sollen wir denn in den Laden kommen? Die Polizei hat ihn doch versiegelt. Wozu bin ich eine Hexe? Ach, wir brechen einfach ein. Ene mene, Zirkuswagen, wir stehen in dem Trödelladen. Hex, Hex! Wo ist denn hier der runde Tisch? Oh, hier sieht's ja schrecklich aus. Die Polizei hat wohl die restlichen Juwelen gesucht. Ah, hier. Das muss die Truhe sein, in der die Juwelen gefunden wurden. Die steht aber nah am Eingang.
Wieso hätte Herr Hinkebein seine Beute ausgerechnet hier verstecken sollen? Vor allem mitten im Laden. Ja, ich meine, die Polizei ist halt nicht besonders helle, ne? Wieso hat Herr Hinkebein den Schmuck denn nicht in den Geldschrank getan? In der Truhe hätte ihn doch jemand stehlen können. Die Zauberkiste wäre auch ein tolles Versteck gewesen. Ob da was drin ist? Ich sehe mal nach. Okay. Vorsicht, Bibi! Ja, ja. Die war aber nicht echt. Da ist nur Herrn Hinkebeins altes Kostüm drin. So, oh Mann, nachher verschwinden sie gleich in der Kiste. Ja. Vielleicht ist der vom Panzerschrank. Hier können wir nichts mit dem Schlüssel anfangen. Nein. Wie das nein? Das ist ein Schließfachschlüssel. Den hat jemand verloren. Ach so. Vielleicht der wahre Dieb. Ja, den nehmen wir kann mit. Kann man die doch am Bahnhof benutzen, denke ich mal. Jemand hat Herrn Hinkebein eine Falle gestellt. Vielleicht finden wir in dem Schließfach einen Hinweis. Oder ein Paket mit dem Totenkopf. Nur am Bahnhof. Dann nichts wie ja, aber das könnte auch in einer anderen Stadt sein, in Düsseldorf. Ene mene Strafgebühr, okay. Wir stehen wieder vor der Tür. Hex, Hex! Also man merkt, sie muss den Port erstmal kanalisieren. Das war aber ein toller Hexspruch, Bibi. Hä? Der Schlüssel passt zu einem Schließfach. Bin gespannt, was da drin ist. Eine Tasche. Vielleicht sind da die Juwelen oder drin. Oder Koks. Komm, wir sehen nach. Hey, das sind ja gar keine Juwelen. Nein, die Tasche gehört wohl nicht dem Dieb. Oh, ja. Was sind denn das für Sachen? Wie ist jetzt da drauf? Argus, Versicherungsgesellschaft. Was kann das sein? Ja, Mensch. Das ist doch der Mann mit der schwarzen Melone. Siegfried Spieker. Der Versicherungsagent. In den Zeitungsausschnitten geht es um Juwelendiebstähle. Ja. Ja, und um ein Phantom. Ich muss nämlich an die 3 Fragezeichen und die 7 Tore denken. Dieses Phantom soll die ganzen Diebstähle begangen haben? Der Mann mit der Melone ist ein Detektiv. Und er ist hinter diesem Verbrecher her. Ja, aber direkt immer verdächtigt haben. Naja. Ja, ja, natürlich. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Person, die wir getroffen haben, als Verbrecher übrig. Ja. Dass das Phantom auch in Schloss Falkenstein eingebrochen ist? Dann muss es in der Nähe sein. Aber wer könnte es sein? Jemand sein, den wir in diesem Spiel schon mal kennengelernt haben, der aber vorher, den wir vorher aber noch nicht kannten. Ja, und den wir total nett finden eigentlich. Wir sollten die Tasche zurück ins Schließfach stellen. Den Schlüssel müssen wir Herrn Spieker zurückgeben. Müssen wir jetzt immer manuell draufklicken. Sollen wir uns das Schloss Falkenstein nicht mal genauer ansehen? Gute Idee. Vielleicht finden wir eine Spur von dem Phantom.